Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurem Bicycle LP. Heute mal wieder nach langem einem Video, und zwar ein bewerteter Kampf in Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin. Heute ist der Doppelkampf wieder an der Reihe. Und da haben wir auch gleich schon unser Gegner. Er heißt Sam, kommt aus Kanada und hat 1603 Punkte. Der Sporter bestimmt sein Mega. Ist ja keine andere Wahl. Und ja, den nehmen wir als erstes mal meinen Kangama. Als zweites mein Meistergriff. Mein Rotom natürlich und Gengar. Er hat eine ziemlich große Eisschwäche mit Voltolos, Dimetros und Tutsasa. Ja, da braucht er ja ziemlich lange für die Auswahl. Und der Kampf beginnt. So, er fängt mit Dimetros und Voltolos an. Ja, der Bedrohr wirkt sich jetzt natürlich nicht gut, aber kann man nichts machen. Natürlich die Mega-Entwicklung mit Kangama aktivieren. Wir verpassen Dimetros ein Fake-Out und Thunderous ein Ice Punch von Meistergriff. Ich schätze mal, dass sein Voltolos mit Strolch mein Kangama paralysiert. Oh, er ruft ihn zurück. Und schickt Tutsasa in den Kampf. Ich hoffe, er trägt keinen Beulenhelm. Und er trägt einen Beulenhelm. Ach, weird. Ist natürlich gar nicht gut.
Jawohl. Und er hat sich... Er ist... Nee, eine Zitrusbeere hat er gegessen. Ich dachte natürlich jetzt eine Prunusbeere, aber Glück gehabt. Jetzt greifen wir seinen Voltolos mit Rückkehr an und einen Abschlag auf seinen Hut Sasa, damit wir den Beulenhelm loswerden. Ob Kangama das überlebt, den Beulenhelm? Immerhin. Sein Hut Sasa scheint ziemlich bulky zu sein. So wenig wie das alles abzieht. Aber jetzt ist zum Glück der Beulenhelm weg. Jetzt kommt mein Gengar ins Spiel. Wir greifen an mit Icy Wind, also Eissturm Gengar. Und das Thunderous Voltolos mit Ice Punch. Er ruft mit Sasa zurück. Ich hoffe, Demetrius kommt rein. Oh ja. Den Eissturm wird jetzt sicherlich viel Schaden machen. Und sein Voltolos ist immer noch eingefroren. Glück! Was für ein Glück. So, dann hat es natürlich den ihre Initiative-Werte gedroppt sind, greife ich zuerst an, was sehr gut ist. So kann mein Gengar beide relativ leicht besiegen. Sagen wir es so. Er ruft seinen Demetrius schon wieder zurück, setzt Hut Sasa wieder in den Kampf. So, sein Voltolos ist jetzt tot. Schade, das hat leider nicht gereicht. Gengar greift jetzt nochmal mit Eissturm und Meistergriff mit Tempohieb. Er ruft ihn natürlich zurück. Und sein letztes Pokémon ist Suicune. Und das Suicune wird die Attacke auch noch ab, aber es hat ja eh nicht so viel Schaden gemacht, also ist das auch egal. So, jetzt greifen wir seinen Hut Sasa mit einer Matschbombe an. Und wir setzen Abschlag mit Meistergriff auf Suicune ab, da ich nicht weiß, was er findet. Oh, er setzt Schutzschild ein. Ich hoffe, die Matschbombe reicht. Und es hat gereicht. Jetzt steht es 3 gegen 1. Achso, er hat die Leftovers, die Überreste, auf Suicune.
Den Gengar setzen wir als Schutzschild ein. Und Abschlag auf Suicune. So, wir haben jetzt Suicune von den Überresten befreit. Dann setzen wir eine Matschbombe auf Suicune ein mit Gengar. Und Meistergriff greift Suicune mit Ableitieb ein, damit wir ein bisschen Leben zurück erobern können. Zum Glück habe ich noch mein Rotom hinten, was ziemlich gut gegen Suicune ist. So, dann verpassen wir Suicune Irrlicht mit Rotom, bevor wir erstmal angreifen. Und mit Meistergriff greifen wir wieder mit Ableithieb an. Ja, was das jetzt bringt, weiß ich zwar auch nicht, aber... Er greift Meistergriff mit Niederwasser an, hofft bestimmt auf den Burn, also auf die Verbrennung. Ja, dann haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Also wenn er jetzt auch Schutzschild einsetzt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und er gibt den Kampf auf. War trotzdem ein guter, schöner Kampf. Und das war's auch wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Über einen Kommentar, Daumen nach oben, Abo würde ich mich sehr freuen. Falls ihr mal Lust habt, gegen mich zu spielen, einfach einen Kommentar mit euren FC schreiben und ja, dann könnt ihr kämpfen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Bicycle LP.